Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers 2. Wir haben in der letzten Folge auch den letzten, Kerl hier fertig gemacht, besiegt. Jetzt bin ich gerade mal am gucken, ob das ja schon das Portal ist, das ich benutzen soll. Hey Hype, tut mir leid, du hast nicht genug goldene Steine beisammen, um nach Xalax zu kommen. Gut, möchtest du deinen Spielstand sichern? Okay, ja, speichern wir einfach mal. Ach, Transporter wählen, okay. Dann mal nach Dino Island, oder? Geht das? Okay. Mein Freund, folge einfach dem Pfeil. Es ist nicht weit. Okay, dann fahren wir einfach mal da dem Pfeil nach. Also war das ja das Portal nach Xalax. Okay. Soweit, so gut. Und da geht's dann nach Dino Island. Da bin ich echt mal gespannt hier. Bin ja auch noch Beast of Prey gerade am Spielen. Boah, der ist aber schnell, oder? Bist du das überhaupt? Huch, was war denn? Achso, ich darf da nicht weiter drüber hinausfahren. Okay. Ist das der Sparky? Der war da aber schnell hier, ey. Ist er schneller wie ich? Vor allem, mit welchem Auto fährt er denn? Sammeln, um nach Dino Island zu kommen. Möchtest du jetzt dorthin? Ja, das möchte ich. So, dann fliegen wir jetzt hier mal mit unserem Zeppelin. Denk dran, das Auto mitzunehmen. Hallo? Lass das Auto einfach da stehen. Ich mach dann die Rennen zu Fuß, ne? Oder ich fahre mit dem Zeppelin durch die Gegend. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ja, winke, winke. Wie die Teletubbies. Das wäre jetzt genial, wenn das Ding eine Bruchlandung machen würde. So, Game Over. Ui, eine Sequenz. Dino-Insel. Na, da mal auf. Indiana Jones und T-Rex voraus. Hey Kumpel, dein Auto taugt nichts für dein... Was? Ein Dschungel auf Dino Island. Bau dir ein neues. Du kannst auch eins von meinen. Wieso soll ich mir jetzt ein neues holen? Hey, warum denn? Ach, come on. Ja, ich baue mir einen Panzer. Das gefällt mir jetzt, okay. Das wird jetzt also wieder ein bisschen länger dauern. Wir haben jetzt auch andere Steine hier zur Auswahl. Oh, das ist ja mal cool. Ach, ist das eine Karte? Okay. Haben wir auch graue Steine? Nö, ne? Wir haben da so... Machen wir es halt so, was soll's. Was soll der Geiz? Ups. Ne, das wollte ich jetzt natürlich nicht haben. So, und dann hier muss irgendwo, gab's doch den einen. Wo ist er denn? Machen wir's halt so. Was soll's? Schade, ich muss jedes Mal nochmal die Pfeiltasten drücken. Das ist natürlich mega nervig für sowas dann. Haben wir da auch noch einen Vierer? Ja, haben wir auch.
Na gut, dann können wir das auch so machen. So. Dann da rein. So. Und jetzt brauchen wir so ein langes Ding. Ein schwarzes langes Ding. Wo haben wir es denn? Gott, was rede ich da schon wieder? Wir hatten doch da irgendwo so ein Teil. Ja, genau. Genau die habe ich gemeint. So. Ich weiß noch nicht genau, was ich da gerade baue. Es soll ein Panzer werden, aber ob da wirklich einer rauskommt, das sei jetzt mal dahingestellt. Nee, das ist falsch. So. Jetzt gehe ich erstmal gucken, was wir überhaupt so haben an Special-Sachen hier. Wir machen so einen komplett komischen Panzer. Okay, gut, das können wir nicht hinten draufstellen, warum auch immer. Schade. Ja, das kennen wir ja schon. Sieht zwar jetzt total abgespaced aus, aber was soll's. Haben wir hier Gutes? Ich glaube, einen richtigen Panzer können wir uns nicht machen. Schade. Naja. Ah. Da gibt's, glaube ich, nur hier die. Oh, das ist ja schade. Da würde ich gerne noch vorher noch was drauf basteln. Schnarsch. Wo haben wir es denn? Da. Mal hier ein bisschen größer das Ganze. Ups. Brauche ich jetzt noch so einen kleinen. Nee, noch kleiner. Da. So. Und jetzt? Ach, sag mal, das hier ist keine Ahnung. Sieht doch schon fast stylisch aus. Mehr oder weniger, mit viel Fantasie. So. Gerade gucken, wo der dann da hinten, okay, noch eins nach vorne. Und jetzt dann. Jawohl. Das sieht doch schon fast richtig stylisch aus hier. Problem ist halt, dass das jetzt vorne nicht so ganz passt, wie ich das gerne hätte, aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Wir haben auch nur noch 5 Teile über. Jetzt muss ich aber gerade mal noch gucken, dass hier weg davon, das mache ich nämlich dann doch alles weiß. Jetzt dauert das ja doch wieder ein bisschen länger. Das war der Vorteil, dass ich bei meinem alten Auto da schon genau wusste, was ich vorhabe. Hier weiß ich es halt noch nicht so ganz.
Ja, was mache ich denn? Ich bin doch auch selten dämlich. Ich will doch weiß haben. Machen wir diesmal mal ein weißes Auto. So. Ah ne, können wir auch das lange Ding da nehmen. Wenn ich es denn wieder finde, da haben wir es doch. Einmal drehen. Zack. Wir hatten irgendwas gesagt, mit zwei Etagen wollten wir machen, ne? Ja. Zumindest mal da hinten. So. Diesmal haben wir mal graue hier, okay. Aber ich suche was Weißes. Jetzt gibt es wahrscheinlich kein Weiß, doch da. Gott sei Dank. Idee. Und zwar habe ich was vor. Hoffentlich setze ich das jetzt richtig hin. Ja, ich glaube, das passt so. Dann brauchen wir jetzt noch ein Vierer in Weiß, da ist er ja. So. Und jetzt die Windschutzscheibe. Bei dem wir da weiß, nee, weiß, das passt ja nicht. Holen wir mal schwarz. Ich bin gerade, also das wird doch dauern hier. Ich hätte gedacht, das geht hier leichter, aber nein. Kann ich an der einen Stelle da, wo ich sitze, geht das? Kann ich ja noch was bauen? So hier? Nö, ne? Was, wenn ich was Kleineres nehme? So hier sowas? Nö, ne, da ist mein Arm im Weg. Okay, gut. Wäre auch so schön gewesen. Ups. Warum genau passt das jetzt nicht? Ach so, weil das so... Okay. Und was ist, wenn ich dann so mache? Zack. Zack. Das sieht doch bescheuert aus. Ja gut, dann machen wir es so. Wie ich es vorhin haben wollte. Zack. So. Aber das sehen wir mal, glaube ich, trotzdem noch, oder? So, darf man da wenigstens zu. Brauchen wir sonst nur irgendwie was? Jetzt haben wir schon wieder fast hier die ganze Zeit herumgebaut, ey. Das ist ja furchtbar. Großes in Weiß, was Großes in Weiß, wollen wir denn sowas? Nicht da oder was? Komm schon, irgendwas. Was Großes in Weiß muss da irgendwo sein. Da. Jetzt noch ein kleiner und dann haben wir es. Dann würde ich sagen, reicht das auch. Dann können wir noch wenigstens noch ein bisschen was fahren und da was erkunden. So. Nee. Stimmt, das sind ja nur so Einser. Ah, verdammt. Wollen wir denn so Zweier in Weiß? Mist.
Müsste auch irgendwo sein. Ne, das sind eckige. Das hier, oder? Sind das die Dinger, wo ich suche? Ja! Das scheint sie zu sein, Gott sei Dank. Und ist er das? Ja, komm, den lassen wir jetzt einfach mal so. So, endlich. So, Tarkalb, das hier ist das Foyer. Jedes dieser Tore führt zu einem anderen Rennen. Fahr einfach hindurch und du gelangst zum Start. Für jeden Sieg bekommst du einen goldenen Stein. Das ist doch schon mal gut. Wenn du alle 4 Rennen gewonnen hast, kannst du dem Boss dieser Welt gegenübertreten. Sam Sinister. Boah. Schlägt die SS mal wieder zu. Ach Gott. Ja, wie kommt man eigentlich wieder zurück? Du kannst jederzeit, wenn es noch Sam Sinister wäre, ne? So was Böses, aber Sinister. Boah. Das ist noch nicht mein englisches Wort. Ey. Das ist ja langweilig. Ja, machen wir doch immer. Da hinten steht unser supergeiles Töff-Töff. Das können wir auch selber. Die Welt zu erforschen. Warum sollte ich das tun? Ja, das war mal interessant. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Und ja, goldene Steine kann man nicht nur bei Rennen gewinnen. Wenn du mit den Bewohnern der Welt sprichst, erzählen sie dir vielleicht, wo du geheime Verstecke, goldene Steine finden kannst oder sogar ein paar spannende Bonusspiele. Oho, die du ausprobieren kannst. Ja gut, ich würde jetzt aber gerne noch ein Rennen fahren. Ja cool, genau, unser zahnloser junger Mann hier, der findet das total cool. Spark ist ja auch zahnlos, fällt mir jetzt erst auf. Ah, oh, mein verloren gegangener Bruder, der hat auch keine Zähne. Das Teil ist so genial hier. Wo können wir denn hier jetzt schon rein? Ist das egal wo? Guck mal, fahren jetzt einfach mal da rein. Es sieht aus, als würde man so durch so eine Folie fahren, ey. Die haben ja genauso coole Autos wie ich. Hängebrücke und nicht sehr stabil. Ah, hier läuft. Brumm, brumm. Brumm, brumm, ich würde gerne losfahren. Ah, geht doch. Hab schon gedacht, der hängt jetzt. Ach Gott, jeder hat da so einen riesen Pott, ey, ist ja Wahnsinn. Ey, was? Ja, was soll denn das jetzt bitte hier? Alter, sind die so gemein zu mir? Ja, genau. Kann man das neu starten? Ja. So, komm. Pass auf, bei der Hängebrücke, ja, die ist relativ instabil. Das hast du uns schon mitgeteilt, Sparky. Was hat der denn für eine Frisur da? Was soll das ein Hut darstellen? Am besten ist es, wenn man irgendwie überhaupt... Oh Gott, was sind die denn so schnell hier, ey? Alter, was geht denn mit denen? Ist mein Auto wirklich so schwer? Muss ich gucken, wie ich das Ding dann feuere. Ach Gott, wegen dem Windteil oder was? Das wird hier... Oh Gott, was macht der denn? So. Jetzt sind wir schon 6. Kann also nur noch besser werden. Alter, die sind echt 10-mal schneller wie ich. Das gibt's ja gar nicht.
Gott, das Ding hat ja ein Handling, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte mir doch sollen was mit Reifen machen sollen, ey. Ich glaube, ich habe da gerade einen Dino gehört. Alter, komm. Also ich habe den großen Pott und der ist der Wahnsinn hier, ey. Was ist das denn jetzt? Verstehe ich gerade nicht so ganz, was das hier gebracht hat. Na, vielleicht schaffe ich es ja immer noch irgendwie. Wer weiß. Ach, dann zermatsche ich irgendwas anderes. Boah, das ist ja cool. Wenn ich das ja noch gewinne, ey, das wäre ja genial. Die müssen jetzt zu Fuß rennen, ey, geil. Ach, das ist ja genial. Die verlieren dann immer irgendwas von ihrem Auto. Okay, wir sind Erster, jetzt dürfen wir ja nicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, noch irgendwo hängen bleiben. Das wäre dann irgendwie eher fatal. Wir haben auch im Moment einen guten Vorsprung jetzt durch dieses Dingens da. So. Ja, die holen uns hoffentlich so schnell nicht nochmal ein. Oh, Dino. Wie der da rumwatschelt. Hallo. Ja, wir haben jetzt so einen Vorsprung, also das gewinnen wir doch noch irgendwie. Genial. Okay, das können wir auch nur nach vorne schießen. Ah, läuft doch. Aber das Setting hier ist irgendwie cool, das gefällt mir irgendwie. So. Gott, dafür, dass die am Anfang so schnell waren, sind die aber jetzt ganz schön lahm, ey. Und eine Rakete, auf geht's. Vielleicht trifft sie ja doch irgendwie was, wer weiß. Durch Zufall vielleicht. Jawohl, da sind wir mit unserem Mörderteil. Wunderbar. Auch sogar meine Frau mitgefahren. Da freut er sich. Dänzt sich einen ab. Okay, gut, das soll wirklich eine Frisur darstellen. Okay. Nein, weiter. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. So, ich würde aber auch sagen, das reicht dann jetzt für diese Folge dann heute. Es ist zwar dumm, dass wir jetzt mit diesem Autobauen so lange gebraucht haben, aber naja. Immerhin haben wir das jetzt geschafft und wir haben eine geile Karre. Also sie sieht zumindest mal cool aus, finde ich. Und ich würde da mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.